Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Fichtal V2. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Tag, schöne Zeit. Man muss den Gang natürlich auch einlegen. Er fährt einfach. Ach, geht ja gut los hier. Ja. Wir sind gerufen worden. Mein Bruder, dem geht es sehr schlecht. Ich komme nicht aus Fichtal. Also bin gebürtig aus Fichtal, aber nicht. Wohne schon lange nicht mehr. Aber in der Region hat es mich trotzdem, sag ich mal so, noch behalten. Auf jeden Fall folgendes passiert. Mein Bruder hat einen elterlichen Betrieb übernommen. Einen kleinen Schweinezuchtbetrieb. Und ja. Er ist im Krankenhaus, irgendwas mit dem Rücken, keine Ahnung, mitten in der Heuernte und Silageernte. Und jetzt, ja, wollen wir zu Hilfe eilen. Beziehungsweise, werde ich natürlich auch machen. Ich bin abgesprochen mit meinem Arbeitgeber, ich komme aus der Industrie. Der Traktor ist so mein Hobby. Den habe ich mir vor 10 Jahren mal gekauft, restauriert. Ja, ist der Schlader noch kaputt gegangen, aber da erstmal Stopp und dann mein Bruder irgendwie hat er was probiert, keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert das nicht. Dann bin ich hergegangen, hab mir von einem Betrieb, wo ich auch aushelfe mal, einem guten Bekannten, habe ich mir dem seinen Schlader ausgeliehen. Der hat sich einen größeren so gekauft. Und ich weiß ja noch nicht, was mit dem Schwader vom meinem Bruder los ist oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall, oh. Auf jeden Fall braucht mir jetzt hier einen, den habe ich dann schon mal mitgebracht. Ja. Da ist der kleine und feine Betrieb. Ich war schon lange nicht mehr hier. Und hier sieht es so still aus, hier auf dem großen Nachbarhof. Früher immer so ein Kuhhof. Jetzt kommt Schlaglach, glaube ich. Jo. Entschuldigung. Ja. So. Er hat schon einiges getan. Er hat investiert. Nichts Altes noch da. Ich würde sagen, wir gucken uns die Mimik mal hier an. Früher aber auch noch nicht da. Schön gemacht. Ja. Gut. Ein Nachbar ist hier, der soll mich kurz einweisen und dann geht's auch los, denke ich. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, der wird sich jetzt gleich hier oder der wird mir noch heute, wollte noch alles klären, damit ich auf Konto zugreifen kann vom Hof. Ihr seht, ich ja, stehe zwar für heutige Verhältnisse verdammt gut da mit meinem Geld, aber ich brauche die auch nur für mich selber. Und hierfür, wie gesagt, hier meine Spielerei in MB-Trag. So würde ich sagen, zurück den mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Hallo, da sind wir wieder. Ja, Nachbarn hatte ich gefunden. Ja, ist alles etwas urplötzlich gegangen. Wurde mein Bruder abgeholt. Ihr seht, hier ist noch alles so mitten im Geschehen. Schauen wir uns mal gerade um. Okay. Ja. Hier, Schaden 100%. Ihr seht, mein Bruder hat noch die Bankvollmacht gegeben für das Konto. Wir haben jetzt
minus meine 5.600 tralala, noch 43.000 vorbei bekommen, grob. Ja, das Ding, was steht, der Händler willkommen, will das holen, gucken, aber ich denke mal, wenn hier drin schon eine Welle gebrochen ist oder so, das ist jetzt auch ein Teil, dann ist Stein alt. Ja. Ansonsten, was haben wir denn hier? Ein bisschen grüner Technik Glas. Okay, Fingerstreuer, Spritze. Hier den Drescher, den hat er auf jeden Fall mal ein bisschen neu machen lassen. Den gibt es auch schon ewig hier. Und überall gar nicht ewig hier, den muss er wohl gekauft haben. Okay. Glasheuwender. Mir gefällt, das ist noch ein Schätzchen vom Vater. So, also er hat mir gesagt, sie haben alles gemäht. Unten die Wiese und oben die Wiese müssen noch beigeschwadet werden, also ringsrum. Und dann, ja, müssen wir auf jeden Fall noch wenden. Auf der unteren Wiese, auf der freien Wiese soll Heu werden, das muss dann auf jeden Fall gewendet werden. Aber sagt er unten, im Wasser müsste man das noch ein bisschen mehr wegholen. Okay. Aber erstmal interessiert mich mal, was machen denn eigentlich die Tiere? Er hat mir auch sein Tablet mitgegeben. Gucken wir doch mal. Die Leute, bei mir wandert hier immer die PDR runter. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Wenn einer eine Ahnung hat, immer so nebenher, würde mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habe ich wieder irgendwas eingestellt, was ich nicht einstellen darf. Kann ja schon mal vorkommen bei mir. Ist ja kein Kunst. So. Das heißt. Oh, Kühe hat er sich zugelegt. Okay. Aber die sehen so aus mit Futter und allem drum und dran eigentlich ganz gut. Hühner waren klar. Die waren schon immer da. Ah ja, 161 Stück, gut. Ist immer gut. Pelletfutter wurde mir nur kurz gesagt, er hätte irgendeine Produktion angepachtet, die Pellets herstellt. Ja, die Schweine sind 11 Stück, 7 Monate alt. Jo, wir haben jetzt September, Oktober, November, ja, dann sind sie auch reif. Sehr schön. Die haben alles, Stroh haben sie satt rein. Ja, dein Nachbar war schon gesagt, da, also der war bei uns aus dem Dorf wieder eine. Ja, das ist auch ein Nachbarhof. Deshalb so ruhig, die haben aufgegeben. Ich dachte, hier ist Hofsterben. Hier ist Hofsterben. Und, ups. Ich wollte doch sagen, ich habe da eben jemand gehört. Ja, und es gibt mehrere Höfe, die im Fischtal hier irgendwie aufgegeben wurden. Oder noch werden. Ja, ihr seid auf jeden Fall auch gut dabei. Oh, hat euch aber schön hier hingebaut hier. Außenweide. Milch haben auch schon ein bisschen. Gut. Nichtsdestotrotz, wir gucken auf die Uhrzeit. Es wird spannend. Ich würde sagen, wir starten durch. Gucken wir mal. Ja, jetzt wollte sich mein Bruder noch melden. Der wird aber gerade, ist er noch, wird er noch untersucht. Also wird sich heute noch mal irgendwann melden. Denke ich mal. Nur mal beste hoffen. So, das sind hier oben die Stücke. Hier muss man auch immer ein bisschen sachte fahren. Oh, 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 oh. Ja, gut, ey, wir fahren aber auch allerdings ey, mit 30 hier hoch, wa? Das macht man eigentlich auch nicht. So. Hier werden wir zu Hause. Sagt mir, so wird das reichen. Unten am Wasser wäre noch. Und dann wird kaputt gegangen.
Da wollten wir gerade noch hin. Obwohl ich finde, so was, komm, wir ziehen noch einmal rum hier. Wir ziehen hier noch einmal rum. Sieht mir eher so aus, wenn der hier kaputt gegangen wäre. Da ist so eine Delle drin. Ach ja. Ja, hier ist schon Dölle drin. So, ziehen wir mal rum hier. Ja, das hier ist die Heuwiese. Und dann haben wir noch oben im Wald ein Stück. Das war damals relativ neu. Das hat mein Vater mal dazu gekauft. Da muss ich mal gucken, ob ich das auf Anhieb noch finde. Das kann ein Flurstück 200. Oh, war nix hier. Jetzt sind wir hier unten am Wasser, ja. Ja, ja, das verstehe ich, unten die Ecke geht. Also ich habe früher auch immer bei uns mitgeholfen und so, ja. Das hat mein Bruder, der hat das Ding halt übernommen, der ist älter wie ich. Als ich. Und ja, das hier war schon immer eine Sumpfecke. Das sieht man auch. Ja, das sieht man. Also hier unten müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal herfahren. Sonst liegt es heu im Wasser. Hier ist schon sehr gewacht, überhaupt so weit zu mähen. Viel zu viel gewacht. Und so steht doch gar nicht trocken. Sagt man ja als bei uns. Aber hier ist schon gut. Noch einmal rum ist gut. Ja, hier bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir haben dann die Zeit. Ups. Beziehungsweise, wenn ich hier so weit durch bin, mal die Zeit mal uns mal in Ruhe umzuschauen. Ja, ist natürlich schade, dass hier das Hofsterben hier so zugenommen hat. Sind einige Höfe eigentlich. Ich hatte schon mal vor 5 Jahren schon mal den Plan gehabt, einen Hof zu übernehmen. Aber letztendlich, woran ist gescheitert? Am lieben Geld. Konnten wir uns leider nicht einigen. Damals waren aber auch die Preise so weit von hochgeschossen. Mit allem, also die Maschinen und alles, das hätte ich auch direkt mit abgekauft. Aber ja, was willst du machen? Und anscheinend haben aber hier die... Komm, wir nehmen das jetzt einmal mit. Anscheinend ist hier... aber auf dem Nachbarhof gibt es anscheinend keine Maschinen mehr, sonst wäre er ja eben rübergefahren und hätte sich da einen geholt oder geliehen oder wie auch immer. Gut, kann natürlich auch sein, es gehört mit zur Masse und ist verschlossen. Ich weiß nicht, die Leute haben wegen dem Alter aufgehört, Kinder wollen das nicht weitermachen. Die wohnen weiter weg. So, ziehen wir hier die Ecke auch noch so ein bisschen mit bei, wenigstens. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir dann damit zurechtkommen. Weiß ich nämlich noch nicht so ganz. Ja, auf jeden Fall mit meinem Chef gesprochen. Ich habe noch so viele Überstunden und kann noch mal eine gewisse Zeit lang bei einem Familieneinsatz auch unbezahlt fehlen, ja, dann müsste halt, sag ich mal, ich mir hier ein Gehalt mehr oder weniger zur Verfügung stellen. Also mein Bruder müsste für uns beide aufkommen in dem Sinne. Und ja, gucken wir mal.
Also ich würde sagen, wir fahren hier unten definitiv. Wir fahren natürlich nicht durchs Futter, hat ja wieder keiner gesehen. Ja, hier an der Ecke, hier würde ich gerne noch einmal wegziehen. Leute, was hat der denn nah, der traut sich was. Also ich habe hier schon früher einen so einen kleinen Deutz noch gehabt. Den habe ich auch gnadenlos versenkt. Da musste am anderen Ende des Dorfes musste einer kommen, der hat einen größeren Schlepper. Musste mich erstmal befreien. Oh mein Gott. Das war auch ein bisschen peinlich. Aber nichts zu machen. Leben ist ein Ponyhof. Hier ist noch Holz irgendwo. Und das mir noch da reinhauen. So. Gut. Dann geht's los. Ja, das macht schon Sinn hier, wegzuziehen. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Ja, ihr Lieben, auch hier möchte ich mich nochmal bedanken. Über 100 Abos. Vielen lieben Dank für euren Support. Ich finde das mega geil. Mega schön. Das tut echt gut, muss ich sagen. Und finde klasse, was es so ist. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn einer natürlich Verbesserungsvorschläge hat oder sonstiges Anregungen, irgendwelche Sachen, die mir nicht gefallen oder so, bitte mir doch Bescheid sagen, weil ist schon verdammt wichtig. Damit man es halt weiß, wa? Aber ich denke, das ist euch ja allen auch klar. Keiner ist auf die Tasten gefallen. Wie sagt man? So. Ja. So, ziehen wir hier noch einmal rein. Fängt mal an. Haben wir geschafft. Dann gucken wir uns mal noch. Ja, das macht Sinn hier. Das müssen wir heute noch auseinanderschmeißen. Dann kann morgen früh noch die Sonne drauf ballern. Und wir haben. Jo. So, darf man das nicht zusammen? Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das so hier wiederfinde. Kann ich hier auch rausfahren? Ich denke mal ja, schließlich. Also. Was hat das denn da hier noch angepflanzt? Oh, oh. Ach, hier mussten. Ich glaube, hier mussten wir rein. Hier war das. Ich habe früher andere Früchte und das ist direkt ein ganz anderes Bild, wo ich letztes Mal hier war. Der Wald ist gewachsen. Kann sich kein Mensch vorstellen. Ich bin jetzt auch einen Waldweg gelaufen, bin ich seit, also in Real, ja, bin ich jetzt seit 30 Jahren nicht mehr gelaufen.
Ich bin damals mal zu meiner ersten Freundin hochgelaufen. Leute, da war früher die Tannen, die ging mir bis zur Brust. Hier oben muss es irgendwo sein. Kuckuckruft. Da ging ihm bis zur Brust. Heute klotzte der hoch. Bis der erst mit der Wald wie total dunkel, total verwachsen. Wenn man bedenkt, dass das früher ein Hauptweg war für Kutschfahrten und so was, für irgendwelche Waren in die Stadt zu bringen. Total, wirklich total anders geworden. Die Tannen jetzt 20 Meter hoch, 15 bis 20 Meter hoch. Heben müssen wir hin. Ja, da hat er aber auch recht. Hier oben den Schattenstück hier, da macht man Silage von am besten. So. Entschuldigung. Unglaublich. Es ist immer, wenn ich aufnehme. Es ist immer, wenn ich aufnehme. Es ist nicht mehr schön. Ja, hier schwaben wir ja eigentlich nur ringsrum, damit man halt mit der Presse und oder Ladewagen, wie auch immer. Gibt's nicht. Nicht bis in den Wald fahren müssen. Die Kollegen, die schaffen immer noch den Mutknopf zu tracken, hey, am Stream Deck. In dem Moment halte ich mir instinktiv so die Hand vor den Mund. Ich schaffe das irgendwie nicht. Noch nicht, ich übel. Aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, das hier ist jetzt mal eine interessante Aufnahme. Und wie gesagt, weil ich ganz klar sagen muss, zwar ich hier schon seit so und so vielen Jahren nicht mehr und jetzt die Verantwortung natürlich für den ganzen Betrieb, ja, der aus dem Dorf hier hat mir zwar jetzt noch öfters mal seine Hilfe angeboten hier, man muss aber sagen, auch der, ja, die haben auch keine Landwirtschaft mehr. Die haben auch keine mehr. So, wir fahren jetzt hier noch einmal rum, denke ich mal, oder? Soll doch dann schicken für eine Brücke, für eine Presse. Also Presse alles vorbereitet. Und der International, den er sich mal gekauft hatte, ich meine, der ist auch schon zig Jahre her. Der sieht natürlich auch böse aus, habe ich eben so gesehen beim Rausgehen vom Haus. Hinter der Schwader noch geht. Und dann irgendein von den Schleppern ist die Zappel kaputt oder so. Muss ich auch mal gucken. Die Schaden haben. Kann ja auch mal sein, aber er sagt nicht. Der Nachbar sagte schon, da hätte einen riesen Knall gegeben hinten. Und gut, wir haben jetzt auch eben gesehen, wa? Der Schaden 100%, das ist natürlich, also 100% sind 100%, das heißt Bruch. Ganz einfach. Wenn überhaupt nur ein paar Zinken dran sind, das ist ja alles. Ja, den durfte ich mir dann mal ausborgen. Und dann müssen wir mal schauen. Also, ihr Lieben. Denk mal. Das soll es gewesen sein. Fürs Erste.
Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch für euren Support, eure Abos, eure Likes. Und wenn es jemand gefallen hat, kann er gerne ein Abo und ein Like dalassen, Anregungen schreiben, sonst was, Däumchen geben, Glocke drücken, wie auch immer. Alles, was so geht. Und auch wenn einem irgendwas nicht so gefällt, ruhig schreiben. Ich bin ja auch noch in der Lernphase, ja. Das hier ist alles noch trotz 345 Videos jetzt auf YouTube, ist das alles noch in Kinderschuhen, sag ich mal. Ja, und da will ich natürlich auch, bin ich natürlich bestrebt, natürlich immer besser zu werden. Und dann schauen wir einfach mal. Aber gut, ihr Lieben, das soll es wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit, eine schöne Restwoche. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.